Hallo zusammen. Dieses Video mache ich jetzt für alle aus deutscher Sprachbereich, die mich auf meiner Reise begleitet haben, somit dass sie auch entsprechende Erklärung bekommen. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich Fehler machen würde, aber ich hoffe, ihr werdet mich schon verstehen. Jetzt ist schon 3 Wochen, seit ich meine Reise zum Ende gebracht habe. Und ich hatte Zeit, ein bisschen die Gedanken zum sich kristallisieren zu lassen. Und in dieser Zeit, ich habe zu Hause was gemacht, in meinem Hof Rasen gemäht, oh, Garterei, Arbeit. Gartenarbeit gemacht, Holz fürs Winter vorbereitet. Also ich war mit was anderes beschäftigt, damit ich ein bisschen in normale Bedingungen sozusagen zurückkomme. Ich habe Zusammenfassung gemacht von der Reise, mindestens in Zahlen. Und in dieser Zusammenfassung, ich bringe jetzt die Zahlen, die ich bekommen habe. Ich habe meine Reise angefangen am 19. Juli und am 24. Oktober bin zurückgekommen. Also bis 24. Oktober ist gedauert. Es waren insgesamt 98 Tage. In diesen 98 Tagen, ich habe eine Strecke von 4.260 Kilometer ausgelaufen. Plus noch dazu mit dem Zug bin etwa 750 Kilometer insgesamt gefahren, großen Teil in Deutschland und ein Teil auf dem Korsika zwischen Lillerus und Bastia. Und auch mit dem Ferryboot von Marseille von Frankreich nach Korsika und von Korsika nach Livorno in Italien. Das waren etwa 470, 80 Kilometer mit dem Ferryboot. Insgesamt die Strecke war etwa 5.500 Kilometer lang. Und jetzt zurück wieder auf den Teil, welches ich ausgelaufen bin, auf diesen 4.260 Kilometer. Im Durchschnitt pro Tag auf diesen 98 Tagen, das sind 43,3 Kilometer pro Tag. Und diese Strecke ist äquivalent von genau 100 Marathon Länge und plus noch ein Halbmarathon dazu, also etwas mehr als 100 Marathons in 98 Tagen bin ausgelaufen. Das sind die Zahlen und meine Erfahrungen sind, ich kann nicht sagen, dass ich ja neue interessante Erlebnisse habe gehabt, aber etwas Neues, so was jetzt besonders Neues, weiß ich nicht, ob ich erlebt habe. Aber was ist sicher, ich habe meine bisherigen Erfahrungen mehr vertieft, das ist sicher. Was ich weiß, also vertieft habe ich zum Schätzen die kleine Sache, wie Wasserhahn, zum Beispiel, wenn ich durstig war. Was heißt nur, ein Wasserhahn zu haben, sie zu öffnen und einfach Wasser zu haben? Oder eine Dusche zu haben, wenn draußen 35 Grad sind, ich laufe Tag nach dem Tag und tagelang konnte mich nicht duschen. Nur als Beispiel. Oder beim Essen, was heißt nur, ein Gabel zu haben, einen Tisch zu haben, einen Teller oder solche Sachen. Also Kleinigkeiten habe aufgelernt, noch mehr zu schätzen.
Viele Menschen habe ich kennengelernt. Ich war sehr, wie kann man das sagen, dankbar und hat mich sehr, also ich war, jetzt kann ich nicht das richtige Wort zu finden. Gegenteil von Enttäuschung, also ganz anders, Gegenteil von das, wie die Menschen, manche Menschen zu mir vorkommen sind und mir geholfen haben, mit Wasser zu geben oder Übernachtung zu geben und solche Sachen, mir geholfen haben, mit Informationen zu geben, wo wäre am besten zu gehen, welche Strecke wäre am besten hier zu machen, wonach und solche Sachen. Das hat mich sehr, es war schön, also ja. Ja, mein Ziel war, mich selber jeden Tag ein bisschen zu verbessern und die Grundsache, die Ziel waren von meiner Reise, mich physisch und psychisch ein bisschen mehr entwickeln. Das habe ich in jedem Fall gemacht. Also dieses Ziel und Zweck ist erfüllt worden und auch Dankbarkeit, was auch ein großes Ziel und Zweck von dieser Reise war, diese Expedition habe ich auch erfüllt und das waren die wichtigste Sache von dieser Reise, von dieser Expedition. Also ja, und jetzt, jeder kann, die ganze soziale Reformation fängt an mit jeder einzelnen Person. Wir möchten alle das Welt zum Ändern, aber erstmal soll man von sich selber anfangen. Kleine Sache zu machen, irgendwas, was dich ein bisschen glücklicher machen würde, was dir froh macht, was dich irgendwas von was von Wünsche, was du hast, deine jetzt kann ich auch kein Wort zu finden. Das ist ein bisschen nervig, also ja. Aber irgendwas, was jeder machen kann für sich selber, damit er ein bisschen mehr zufrieden fühlt, jeden Tag. Kleine Sache. Und das ist auch mein Ziel. Diese Reise war jetzt nur 3,5 Monaten etwa. Das ist nur ein Teil, ein Level auf die ganze Lebensreise. Und diese Reise endet nie. Das geht immer weiter. Jetzt werde ich, also das ist ein Beschluss wieder von dieser Reise und jetzt würde ich Pause machen von sozialen Netz, von YouTube, weil jetzt möchte ich mich zu mir selber ein bisschen mehr widmen. Diese Reise war auch für mein eigenes Entwicklung, aber auch mit dem Sinn und Zweck für andere. Aber jetzt möchte ich mich ein bisschen mehr auf mich selber fokussieren. Und mit diesem Video mache ich einen Schluss zurzeit mit dem YouTube-Kanal und dieser Reise, also ein Beschluss für diese Reise. Ich bin sowieso kein beliebter Mensch, der mag zu viel Zeit auf dem sozialen Netz zum verbringen. Und deswegen jetzt mache ich irgendwas für mich. Also ich bedanke mich noch mal an alle, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben. Und ja, wir sehen uns, hören uns vielleicht irgendwo, irgendwann. Tschüss an alle.